Hi, hier ist Julia. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir zeigen, wie ich diese Farben hier in meinen Aquarellkasten eingebracht habe. Also ich habe ja hier meine Näpfchen und eben hier neue Tuben bekommen. Die habe ich beim Paint and Blogger-Event bekommen von Hallenmühle, Schminke und Da Vinci. Und da sind Farben dabei, die hatte ich noch gar nicht. Deswegen möchte ich dir heute zeigen, wie ich die in meinen Farbkasten einfüge. Also wie ich die flüssigen, die Tubenfarben eben einbringe und wie ich hinterher dann meine Farbswatches mache, damit ich dann weiß, wie die Farben auch später aussehen. Also zuerst räume ich erstmal meine Farben, die ich da habe, in die eine Ecke und nehme mir hier meine schöne Farbkarte, denn ich möchte hier meine Farben hier in meinen Kasten mit reinschmeißen. Die kommen dann hier unten in die Reihe rein, weil ich ja noch keine Ahnung habe, was mich erwartet. Aber die sind alle so ein bisschen pinkig, grünig, pinkig eigentlich alle. Also ich habe mich jetzt spontan entschieden, ich packe sie dann hier unten hin, weil hier ja meine roten Farben sind. Das heißt, auf meine Farbkarte kommt sie hier. Und weil ich ja weiß, dass ich so komplett verwirrt bin die ganze Zeit, schreibe ich mir zuerst mal die Namen auf, die ich hier habe, damit ich dann die Näpfchen auch in der richtigen Reihenfolge dann zuordnen kann. Ups, hier sehe ich gerade, dass ich die Farbe ja schon habe. Das heißt, ich habe jetzt zu viel hingeschrieben. Naja, was soll's. Dann kommt die eben nicht mit rein. So, denn geht's an den spaßigen Teil. Ich schmeiß hier meine halben Näpfchen hin. Die habe ich hier von Schminke. Ich glaube, 10 Stück kosten, keine Ahnung, 2 Euro oder 3, also ganz günstig eigentlich. Ich brauche also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wurschtel ich die hier rein. So, jetzt muss ich eigentlich nur darauf achten, dass ich hier in der Reihenfolge bleibe. Deswegen habe ich mir die ja hier auch schon so in der Reihenfolge hingemalt und jetzt drücke ich einfach hier mir meine Farben rein. Aber bevor es weitergeht, möchte ich noch mal kurz was ankündigen, denn wenn du mehr über Aquarell und Aquarellblumen lernen möchtest, habe ich einen kleinen kostenlosen Videokurs für dich. Dort kannst du Grundlagen zu Aquarell und einfache schnelle Blumen in Aquarell malen lernen. Der Videokurs ist völlig kostenlos, weil ich mein Wissen gerne mit allen teilen möchte, auch wenn sich manche meine Kurse eben nicht leisten können. Und wenn du mich dennoch unterstützen möchtest, zum Beispiel bei der Produktion solcher Videos hier, dann kannst du das gerne auf Patreon tun. Wie man jetzt sieht, ist von dieser winzig kleinen 5 Milliliter Tube hier gerade mal so einen Daumen breit weggedrückt und das Näpfchen ist jetzt relativ voll. Ich meine, klar, das wird sich dann noch also eintrocknen und dann ist es viel kleiner, also so wie bei dem hier. Das habe ich ja auch aus der Tube reingedrückt, da war das Näpfchen auch voll und jetzt ist es halb voll. Aber man kann dann sagen, aus so einer kleinen 5 Milliliter Tube, nicht Millimeter, kann man bestimmt Snäpfchen dann so 2 oder 3 Mal befüllen sogar. Und naja, also das geht dann eigentlich schon ganz, ganz gut. Also es ist dann schon um einiges günstiger als so die Näpfchen an sich immer nachkaufen. Die Farbe ist dann zwar ein bisschen anders, weil andere Bindemittel drin sind, aber ich habe da jetzt nicht so eine große Diskrepanz festgestellt, dass ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt unbedingt die Näpfchen kaufen und es arbeiten ja auch unglaublich viele mit den Tuben. Und wenn man gerade auch wirklich viel, viel, viel malt, dann lohnen sich hier auch die 15 Milliliter Tuben. Ich habe hier gerade jetzt keine von Schminke parat, aber hier die von
Jello Mission Gold, die ist ja auch hier 15 Milliliter. Da habe ich hier das ganze Näpfchen voll gemacht. Und ich finde, man sieht eigentlich in der Tube hier noch gar nicht, dass großartig was fehlt. Ich nutze jetzt hier mal die Gelegenheit und fülle das Näpfchen einfach wieder auf. Und weil ich jetzt so doof war und habe hier den Namen draufgeschrieben, den ich eigentlich ja gar nicht mehr brauche, weil ich den ja da schon habe, da nehme ich jetzt hier einfach mein Gouache und mal das einfach hier wieder drüber. Dann kann ich irgendwann mal da eine andere Farbe einsetzen. Aber da ich ja ungeduldig bin, mache ich das einfach so. Ich gehe jetzt hier mit der Pinselspitze ganz leicht rein, schnapp mir hier ein bisschen Farbe und mal direkt hier drauf los und hoffe, dass ich es später nicht bereue. Und da hat sich schon der erste Fussel in die flüssige Farbe reingesetzt, also hier im Näpfchen. Ja, bei uns mit Katzenhaushalt ist das halt so, dass dass die Farben immer ziemlich schnell voll gehaart sind mit Katzenhaaren, die einfach so durch die Luft fliegen. Jetzt mache ich hier wieder meinen Verlauf rein, also unten mit wenig Farbe und unten mit oben mit ganz viel Pigment, damit ich dann die ganze Bandbreite, Mann, ich kann heute echt nicht reden, die ganze Bandbreite meiner Farbe dann sehe, was man mit ihr so alles anstellen kann, also wirklich halt von ganz dunkel bis nach ganz hell und dann auch im Verlauf. Und dann sieht man eben auch, wie die Farbe sich verhält, wenn sie trocknet. Ich mache mal ein bisschen dunkler. Jetzt seht ihr, glaube ich, gar nicht, was ich da so treibe. Jetzt gehe ich in die zweite Farbe rein und mache hier quasi das Gleiche. Und ja, wie gesagt, ich muss halt nur aufpassen, dass ich die Farben alle in der richtigen Reihenfolge habe. Ansonsten komme ich halt mit meinem Aquarellkasten hier irgendwann durcheinander. Und vor allem dann später, wenn ich irgendwann nachkaufen will. Jetzt habe ich hier zu viel Wasser genommen, das heißt, ich gehe hier nochmal drüber. Und ich möchte ja einen schönen Farbverlauf haben und nicht so ein Wassernupsi da. So. Jetzt arbeite ich hier nochmal nach, damit ich dann auch schön einen aussagekräftigen Verlauf später habe. Und wenn es dann jetzt getrocknet ist irgendwann, dann kann ich meine Karte hier einfach zusammenklappen, packe sie in meinen Aquarellkasten und weiß dann immer, wie die Farben aussehen, die ich hier so habe. Also hier ist das dann immer so zugeordnet. Und ja. So weiß ich dann immer, welche Farbe auf dem Papier wie aussieht. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn man damit malen möchte. Denn man möchte ja nicht einfach so aus dem Bauch heraus dann die falsche Farbe nehmen und das ist dann ziemlich unglücklich. Und dann weint das kleine Künstlerherz hinterher. Wie macht ihr denn eure Farbswatches? Macht ihr überhaupt welche? Und macht ihr das mit den flüssigen Farben genauso wie ich hier oder macht ihr das anders? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!